Moin Strickfreunde, ich bin Katharina. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch eine Abkehrtechnik. Und zwar ist das I-Cord mit linken Maschen. So sieht diese Technik aus. Und wenn ihr noch nie das Wort I-Cord gehört habt oder es schon gehört habt, aber noch nie angewendet habt, dann habe ich auch ein Video für euch auf meinem Kanal. Dort zeige ich einmal die Technik und wie man alles abkettet. Und in diesem Video zeige ich euch das Gleiche, nur mit linken Maschen. Und es entsteht dieser dekorative Rand. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie gehäkelt. Und das ist die rechte Seite des Abkettens, also hier auch. Ich habe in diese Richtung abgekettet. Und wenn man das einmal wendet, sieht es auf der Rückseite in etwa so aus. Moment, hier ist die Rückseite bei den rechten Maschen. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Rand nicht wirklich elastisch ist, also er ist richtig fest, das heißt, hält auch die Form und ist auch sehr voluminös, also man spürt ihn richtig zwischen den Fingern. Das müsst ihr beim Einsatz bedenken. Und ich habe zum Beispiel diesen Rand hier angewendet bei meiner Babymütze, die ein bisschen zu groß geworden ist, also vielleicht fürs nächste Jahr. Das ist der I-Cord-Rand und hier habe ich einen kleinen Trick angewendet. Bevor ich abgekettet habe, habe ich noch eine Reihe in glatt links gestrickt, sodass der insgesamt ein bisschen dicker geworden ist. Das ist die Rückseite bei der Mütze. Aber genauso gut kann ich diesen Rand auch bei einem Tuch, einem Schal vorstellen. Und noch ein kleiner Hinweis, falls euch dieser Rand richtig gut gefällt, dazu habe ich ein Video und noch einen anderen Rand. Also seht ihr, das ist so ein richtig voluminöser, schöner, dicker Rand. Dazu habe ich noch ein anderes Video. Ich verlinke euch alles hier und in der Infobox. Und nun gehen wir zur Technik über. So, meine Maschenprobe, die habe ich mit der osteuropäischen Variante gestrickt. Das heißt, alle meine Maschen schauen zur Arbeitsnadel hin. So sieht meine erste Masche aus. Wenn eure erste Masche andersherum aussieht, also sprich umgekehrt hängt, so, dann hebt sie einmal ab und wendet diese einmal. So, als erstes mache ich Folgendes. Ich steche in die Masche von hinten ein und stricke eine linke Masche. Die Masche bleibt auf der Nadel, dann steche ich nochmal von rechts nach links in die Masche ein. Der Faden liegt vor der Masche und stricke eine zweite linke Masche heraus. Also aus einer Masche stricke ich zwei linke Maschen heraus. Der Faden liegt hinten. Nun schiebe ich die Maschen zurück auf die Maschennadel. So, eins und zwei. Der Faden geht nach vorne auf die Nadel. Ich steche von rechts nach links ein und stricke eine linke Masche durch die erste Masche und steche in die nächsten zwei Maschen ein, von rechts nach links und stricke eine linke Masche. Der Faden liegt hinten. So, jetzt schiebe ich wieder die Maschen auf die Maschennadel und mache das Gleiche. Der Faden kommt nach vorne, ich steche von rechts nach links ein und stricke eine linke Masche. Achtung, alle Maschen erwischen. Eine linke Masche. Und dann die nächsten beiden zusammen als linke Masche. So. Und nun wiederhole ich das Ganze. Faden liegt hinten. Ich schiebe die Maschen auf die Maschennadel. Der Faden kommt nach vorne. Ich steche ein und stricke eine linke Masche. Und dann zwei Maschen links zusammen. So, da entsteht schon der Rand. So, und nun arbeite ich wie zuvor. Der Faden liegt hinten, beide Maschen auf die Maschennadel ziehen, mit der Arbeitsnadel eine linke Masche stricken und dann zwei Maschen links zusammen stricken. So, und wenn ihr I-Cord strickt, dann wisst ihr, die Technik ist fast die gleiche, nur dass man statt rechten Maschen linke Maschen strickt. Also genauso strickt man auch I-Cord aus zwei Maschen mit rechten Maschen. Zum Schluss habe ich nur noch drei Maschen und ich ziehe die vorletzte Masche auf die Maschennadel und stricke die vorletzte und letzte Masche links zusammen. So, einmal. Jetzt habe ich zwei Maschen auf der Arbeitsnadel und ziehe die
erste über die letzte Masche, so, und mache noch eine Luftmasche. Dann habe ich das richtig schön abgeschlossen, ohne irgendetwas hinauszuziehen. Hier rausziehen und abschneiden, eventuell einweben. So sieht die Vorderseite aus und das ist die Rückseite. Und wenn ihr das Ganze umgekehrt haben möchtet, also eure rechte Seite des Abkettens auf glatt rechts, dann verfahrt ihr genauso. Sprich, ihr strickt zwei rechte Maschen aus der ersten Masche heraus, so eins und zwei. Und weiter geht's genauso. Ihr hängt die zwei Maschen auf die Maschennadel, der Faden liegt hinten. So, und dann zieht ihr den Faden nach vorne, ob es mit dem Finger oder mit zwei Fingern geht. Und strickt eine linke Masche, zwei linke Maschen zusammen. Und an dieser Stelle muss ich ganz schnell erwähnen, dass es egal ist, ob ihr die klassische oder die osteuropäische Masche strickt, so wie ich. Ihr müsst nichts beachten. Der Eikordrand wird bei beiden Techniken gleich aussehen. Also das heißt, man muss nicht die Maschen irgendwie umhängen, damit sie rechts geneigt, links geneigt sind. Strickt einfach so, wie ihr gewohnt seid, ob klassische oder osteuropäische, russische Masche. So sieht das dann aus. Bei der Mütze möchte ich euch einmal zeigen, hier, ich habe eine Reihe in glatt links gestrickt, also alle Maschen links, um diesen Rand ein bisschen zu vergrößern. Und dann habe ich einfach genauso angefangen abzuketten. Also meine Masche hängt richtig und falls ihr bei euch andersrum hängt, einfach umdrehen. Und jetzt stricke ich aus der ersten Masche nach dem Maschenmarkierer, ja, den habe ich entfernt, eine linke Masche und dann noch eine zweite linke Masche heraus. Und weiter geht's. Also die Fäden, die Maschen wieder raufhängen, der Faden liegt hinten und wird nach vorne gelegt. So, hier mache ich das mit der Nadel, weil das ein bisschen feiner ist. Ich stricke übrigens auf 2,5, also es sieht auch sehr schön aus, wenn der Faden, die Nadelstärke auch richtig fein ist. Ein richtig schöner Abschluss. Und kette weiter ab, wie ich das schon gezeigt habe. So sieht dann mein Abkettrand aus mit einer linken Reihe zuvor.